Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Diese Schlagworte kennt ihr sicher aus dem Geschichtsunterricht in Zusammenhang mit der Französischen Revolution, die berühmteste Revolution der Welt. Aber gab es auch in Deutschland Revolutionen? Ja, die gab es. Es gab immer wieder Fälle, in denen Menschen auf die Straße gegangen sind, um für Veränderungen zu sorgen. Und wenn sie Erfolg hatten, dann sind tatsächlich tiefgreifende Veränderungen eingetreten. So wie 1848-49 bei der sogenannten Märzrevolution. Was sich dahinter verbirgt, darum geht's jetzt. Und damit herzlich willkommen beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Bevor wir uns die Märzrevolution genauer anschauen, müssen wir erstmal eine Frage klären. Warum wollten die Menschen damals Veränderung? Und da springen wir ins Jahr 1815, das Jahr, in dem der Wiener Kongress stattfand. Und bei diesem Wiener Kongress wurden die Verhältnisse in Europa neu geordnet. Napoleon war gerade besiegt worden und da musste man schauen, wie machen wir künftig weiter. Auch die Verhältnisse in Deutschland wurden neu geordnet, wobei man sagen muss, ein Deutschland, wie wir es heute kennen, einen Nationalstaat mit einer zentralen Regierung, gab es damals nicht. Es gab viele einzelne Staaten, 39 insgesamt, die von einzelnen Fürsten, von Königen regiert wurden. Das hat vielen Menschen nicht gepasst. Sie wollten eben einen Nationalstaat, eine zentrale Regierung, und das haben sie immer wieder gefordert. Zum Beispiel 1832 beim sogenannten Hambacher Fest. Schwarz-Rot-Gold waren die Farben dieser Bewegung. Warum? Naja, Schwarz-Rot-Gold, das waren die Farben des Lützower Freikorps, einer Art Freiheitsarmee, die gegen Napoleon gekämpft hat. Und da hat man gesagt, passt ganz gut, diese Farben, die übernehmen wir. Das ist die politische Seite. Es gab aber auch noch eine wirtschaftliche, eine gesellschaftliche Seite. Viele Menschen waren, wenn man so will, mit der Gesamtsituation unzufrieden. Durch die Industrialisierung kam es zu Massenarmut, zu Arbeitslosigkeit, zu schlechten Lebensbedingungen. Und da sagten viele, es muss sich etwas tun, so wie jetzt kann es nicht weitergehen. Und sie forderten, es muss eine Veränderung geben. Im März 1848 war es dann schließlich soweit. Die Unzufriedenheit wurde auf die Straße getragen. In allen deutschen Staaten kam es zu Aufständen, zu Protesten und die Forderungen der Menschen wurden laut. Forderungen nach einem allgemeinen Wahlrecht, nach Presse- und Meinungsfreiheit, nach Versammlungsfreiheit und vor allen Dingen eben nach einem vereinten Deutschland. Und das Überraschende ist, die deutschen Monarchen haben diesen sogenannten Märzforderungen zu einem großen Teil nachgegeben. Sie hatten nämlich Angst, Macht zu verlieren. Nur eine Forderung, die stand immer noch im Raum. Die nach einem vereinten Deutschland, nach einem deutschen Nationalstaat. Und auch hier konnten sich die Revolutionäre durchsetzen. Sie forderten eine Wahl zu einer Nationalversammlung, die eine Verfassung für ein vereintes Deutschland ausarbeiten sollte. Und schließlich sagten die deutschen Monarchen zu, dass es diese Wahl geben durfte. Und so kam es schließlich, dass am 18. Mai 1848 in der Frankfurter Paulskirche das erste gewählte deutsche Parlament zusammenkommen konnte. Es durften zwar nur Männer dieses Parlament wählen, aber immerhin. Da könnte man meinen, Revolution geglückt. Stimmt aber nicht so ganz, denn es gab zwei große Knackpunkte, über die man sich nicht so wirklich einig werden konnte. Das erste war die Frage, großdeutsche Lösung oder kleindeutsche Lösung? Also ein Deutschland mit Österreich oder ein Deutschland ohne Österreich? Und das zweite war die Frage, gibt es eine konstitutionelle Monarchie, also hat Deutschland künftig einen Kaiser? Oder gibt es eine Republik, in der ausschließlich das Volk das Sagen hatte? Weil man sich da nicht einig werden konnte, zumindest über einen längeren Zeitraum, hat sich das sehr, sehr lange hingezogen. Und das war das entscheidende Problem. Denn als die Abgeordneten schließlich doch eine Verfassung präsentieren konnten, am 29. März 1849, war es zu spät. Die Landesfürsten hatten in dieser Zeit schon längst ihre Armeen mobilisiert, hatten dafür gesorgt, dass die Revolution zurückgeschlagen werden konnte, hatten eine Gegenrevolution in Gang gesetzt und dementsprechend geschwächt war die Nationalversammlung. Außerdem hatte man sich zwar darauf geeinigt, dass es künftig einen Kaiser für Deutschland geben sollte, aber dieser geplante Kaiser, der lehnte ab. Der preußische König Friedrich Wilhelm dachte gar nicht daran, die Kaiserkrone anzunehmen. Er sagte, da hängt der Geruch der Revolution dran und außerdem wollte er seine Macht nicht teilen. Und so ist die Revolution 1848-49 letztendlich gescheitert. Die einzelnen Landesfürsten, die Könige bekamen ihre Macht zurück und die Parlamente hatten relativ wenig zu sagen. Tja, und da ist jetzt natürlich die große Frage, war die Revolution von 1848-49 umsonst? War sie ein großer Flop? Nein, so kann man das nicht sagen, denn es gibt einige Errungenschaften, die sich bis heute gehalten haben.
Schauen wir mal in die deutsche Verfassung, in das Grundgesetz. Da stellen wir fest, viele Grundrechte, die darin enthalten sind, die standen auch schon in der Verfassung, die die Paulskirchenversammlung ausgearbeitet hat. Oder die Farben Schwarz-Rot-Gold auf unserer Nationalflagge, auch die stammen aus dieser Zeit. Oder das hier. Die deutsche Nationalhymne, geschrieben 1841 von Heinrich Hoffmann von Fallersleben, einem glühenden Verfechter eines vereinten Deutschlands, eines deutschen Nationalstaats. Ja, und jetzt seid ihr dran. Vielleicht lebt ihr ja in der Nähe eines historischen Schauplatzes der damaligen Märzrevolution. Oder ihr habt vielleicht sogar einen Vorfahren, der daran teilgenommen hat. Begebt euch auf Spurensuche und macht mit beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten.